Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie gestern im Video gesagt, in dem heutigen Video miste ich meinen Kleiderschrank aus. Los geht's. So, Leute, lange habe ich es vor mir hergeschoben. Ich habe es jetzt schon vor Wochen angekündigt und ich werde in dem heutigen Video einfach mal meinen Kleiderschrank ausmisten und euch das Ganze mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Es werden jede Menge Sachen quasi ausgemistet. Dementsprechend zeige ich euch jetzt erstmal, wo wir hier sind. Und zwar sind wir hier bei mir im Schlafzimmer. Ich muss das Ganze gar nicht alles zeigen, aber ich habe jetzt hier meinen Kleiderschrank. Und zwar ist das folgende wie folgt aufgebaut. Hier habe ich meine ganzen Hemden. Hier habe ich so Jacken, sommerliche Jacken und da unten sind meine ganzen Hosen. So, und dann im nächsten Schrank habe ich hier meine ganzen Anzüge. Hier unten habe ich so, ja, Badehosen, Jogger, kurze Hosen, sowas in die Richtung. Und hier oben habe ich auch nochmal Jacken hängen. Ja. Und dann zu guter Letzt habe ich noch die Ecke hier. Das ist die Klamotten von meiner Frau links. Aber das hier sind meine Pullover, meine T-Shirts und Sportsachen und etc. So. So, Leute, vorgehen tue ich jetzt wie folgt. Und zwar werde ich jetzt pro Abteil quasi, wenn ihr hier seht, die Hemden. Es kommen jetzt erstmal alle Hemden raus und dann werde ich mir die Hemden genau anschauen, ob ich die Hemden behalten werde oder nicht. Wichtig ist dabei, dass ihr erstmal alles, also wirklich alles rigoros einmal ausräumt und dann wieder einräumt. Und dann müsst ihr euch entscheiden, habt ihr das die letzte Zeit getragen, passt euch das Ganze noch, möchtet ihr in Zukunft da wieder reinpassen. Das ist nämlich ja auch so ein Faktor etc. Wegen Corona kann man ja auch relativ wenig Sport machen, habt ihr ein bisschen zugenommen. Da müsst ihr euch halt entscheiden, wie sieht das Ganze aus. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal so handhaben, dass ich erstmal alle Hemden rausräume und mir die ganzen Hemden anschaue und dann entscheide, trage ich die Hemden noch oder trage ich sie erstmal nicht mehr. So, Leute, wie ihr jetzt hier seht, hier ist es ein riesiger Berg von Hemden grundsätzlich. Da sind, glaube ich, noch ein, zwei Strickjacken dazwischen, aber es sind jede Menge Hemden und auf jeden Fall viel zu viel. Es gibt viele, die ich einfach nicht mehr anziehe, die ich nicht mal weiß, dass ich sie mehr im Kleiderschrank habe. Deswegen ist es gerade echt wichtig, die einmal in der Hand zu haben, sich das anzugucken und dann wieder gesondert aufzuheben. Für jeden, der auf jeden Fall nicht so viel Platz im Kleiderschrank hat, ähnlich wie ich, würde ich diese dünnen Bügel empfehlen, die es quasi auch bei der Reinigung gibt. Die kann man aber auch zum Beispiel auf Amazon bestellen. Kann ich echt empfehlen, weil die sind echt super platzsparend. Wenn ihr jetzt einen normalen Bügel dagegen nimmt, wenn man jetzt einen normalen weißen Bügel nimmt, von der Dicke ist das einfach ein riesiger Unterschied. Und im Prinzip sind drei davon so breit wie einer davon. Also dementsprechend nehmt auf jeden Fall diese dünneren Varianten. Dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Ordnung. Und die werde ich auf jeden Fall jetzt benutzen. Ich gehe davon aus, dass ich nicht wieder alle brauche, aber das waren jetzt bestimmt so 60, 70 Hemden. Also ist viel zu viel. Dementsprechend werde ich da jetzt erstmal anfangen auszumisten. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Piece, wo ich mir relativ unsicher bin, aber was auch ein sehr, sehr spezielleres Piece ist. Das ist einfach so eine, ich sag mal, so eine Army-Jacke, ist jetzt auch kein Brand oder sowas. Die kann man, glaube ich, in diesen NATO-Shops, kann man die für relativ kleines Geld kaufen. Und die habe ich mir mal vor Jahren gekauft. Ich finde sie aber eigentlich ganz nice und zu dem einen oder anderen Stil, ich sag mal mehr so schickeren Stil, kann man das auch echt cool anziehen. Es ist nur gerade einfach nicht mein Stil. Das heißt nicht, dass ich sowas in Zukunft nicht mehr trage. Dementsprechend hänge ich sowas dann wieder auf, wo ich mir aber sicher sein kann. Und das ist zum Beispiel hier zum Beispiel diese Bundeswehrjacke, die ähnlich ist. Die man jederzeit auch wieder kaufen kann, die mir aber in dem Fall jetzt einfach auch ein bisschen zu klein ist, das weiß ich schon. Dementsprechend werde ich die auf jeden Fall wegtun. Also die kommt auf jeden Fall in die Altkleidersammlung. So, Leute, dann haben wir hier das nächste Piece, wo ich sage, das ist mal ein bisschen spezieller, was ich euch gerne mal zeigen würde. Das ist so eine Art Kimono von Gap. Den gab es in den USA, gab es den mal zu kaufen. So eine Kollektion gewesen, Gap mit irgendeinem Designer, ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall ist das so eine japanische, quasi Kollektion gewesen. Und ich muss sagen, der gefällt mir extrem gut, aber ich habe mich im Moment noch nicht irgendwie
da drin gesehen, wie ich das Ganze kombinieren kann oder generell anziehen kann. Gefällt mir aber sehr gut. Ist ein Piece, was ich in Zukunft auf jeden Fall mal tragen möchte. Und dementsprechend werde ich auch den behalten. Der kommt jetzt erstmal nicht weg. Aber aktuell, wie gesagt, ist es schwierig, sowas für mich einzubauen in meine Outfits. Sieht aber trotzdem sehr, sehr nice aus. Echt ein cooles Piece, muss ich sagen. So, dann haben wir hier das nächste Piece, was so ein bisschen Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall ein Paisley-Hemd von Saint Laurent, was ich mir mal vor Jahren gekauft habe. Das ist, glaube ich, aus echt einer alten Kollektion. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, welche. 2013, 2014, vielleicht 15, irgendwie so in die Richtung. Bis 2016 war ja Hedi Slimani auf jeden Fall der Chefdesigner von Saint Laurent, und das ist auch so die Hochzeit von Saint Laurent gewesen. Und das ist auf jeden Fall ein Piece, was aus der Kollektion noch ist von seiner Zeit. Ist wie gesagt ein sehr cooles Piece, und auch sowas ist ein, ja, für mich ein Sommerartikel. Ich weiß gar nicht, ob es aus Seide ist. Es kann sein, dass es sogar aus Seide ist. Ja, hundertprozentig Seide. Ist ein sehr, sehr cooles Piece, und ich sag mal, das hat einen gewissen Wert damals gehabt, und wenn ich jetzt verkaufen würde, dann hätte es auf jeden Fall nicht mehr den Wert, den es damals hat. Dementsprechend, sowas ist immer nice to have, ist kein Alltagspiece, aber sowas kann man auf jeden Fall ja, schlecht wegtun. Dementsprechend kommt es wieder rein. So Leute, hier haben wir so eins meiner größten Fehlkäufe, muss ich sagen. Ich habe das damals so aus einer Laune rausgekauft, und da bin ich auch wirklich unüberlegt einfach in den Louis Vuitton Store gegangen und habe mir das damals gekauft. Das ist ein Louis Vuitton Floral Print Hemd. Ist ein sehr, sehr schönes Hemd, auch mega gut verarbeitet, auch aus Seide etc. Und wenn man dann genau hinguckt, hat das hier auch so Louis Vuitton und sowas stehen. Aber ich persönlich sage für mich, ich behalte es, aber ich werde es wahrscheinlich weniger tragen und beim nächsten aussortieren, vielleicht kommt es da weg. Aber ich werde jetzt dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich nehme das auch echt oft mit im Urlaub, aber ich trage es einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fehler ist, das Ganze zu behalten. Ja, schauen wir mal. Ich hänge es erstmal auf. So Leute, mit den Hemden bin ich jetzt fertig. Ist ein ordentlicher Stapel geworden, den ich jetzt aussortiert habe. Wirklich ein ordentlicher Stapel. Und das Ganze habe ich jetzt so geordnet. Weiße Hemden, beige, blau, dann Khaki zusammen, Jeanshemden zusammen, gemusterte Hemden zusammen und Flannels. Wobei hier unten gleich auch noch zwischen Flannels hängen. Die werde ich gleich noch da oben dazu packen. Und dann schauen wir mal, machen wir mal weiter mit hier unten. So Leute, ja, hier unten habe ich jetzt meine Jacken. Das wird jetzt auch eine heikle Geschichte, weil ich habe auch viel zu viele Jacken, die ich teilweise auch gar nicht mehr trage. Und wir gehen jetzt einfach alle mal durch, weil da ist auf jeden Fall was für den Weihnachtskalender am Start. Und ich hole erstmal alles raus. So Leute, jetzt habe ich hier meine Jacken alle rausgehoben, und ich habe schon beim Rausnehmen gesehen, sind auch da jede Menge Jacken dabei, die ich einfach nicht mehr trage. Ich fange jetzt mal an, die ganzen Sachen wieder einzuräumen. Hier haben wir schon mal das beste Beispiel. Hier habe ich eine Jacke, die ich sehr, sehr gerne trage. Die hängt aber in der falschen Abteilung. Dementsprechend fällt sie mir nicht auf. Also ich gucke dann wirklich, wenn ich eine Winterjacke suche, abends im Winter, gucke ich in den Schrank rein. Ich gucke nicht hier rein. Die hängt verkehrt, dementsprechend muss ich hier gleich darüber hängen. Aber ja, ich schaue jetzt mal, was ich hiervon wieder einräume. So Leute, jetzt bin ich fertig mit den Jacken. Ich habe das Ganze wie folgt aufgebaut. Meine Lederjacken, ich habe jetzt hier 4 Stück. Dann geht das in die bräunlichen Töne rüber, dann in Khaki, beige, dann in schwarz, und hier kommen nochmal Jeansjacken. Hier sind meine Collegejacken. Das sind circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wobei, das sind keine richtigen Collegejacken. Die sind nur ähnlich geschnitten, aber die 2, 4, 5 auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt gerade aktuell so meine Lieblings-Collegejacke, mal abgesehen von den Saint Laurent, ist auf jeden Fall die hier von Gant. Das ist eine sehr, sehr schöne Collegejacke, muss ich sagen. Fällt mir extrem gut. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt geht es erstmal weiter an die Hosen. So Freunde, kommen wir zum Thema Hosen. Und Thema Hosen, ja, ist jede Menge. Wir haben das relativ schlau gelöst, in Anführungsstrichen, weil das Ganze ja quasi so eingerollt ist und dann hier reingepackt ist. Aber wie ihr seht, ich habe viel zu viele Hosen. Die hier hinten, die sehe ich nicht mal richtig.
Und dementsprechend werde ich die jetzt erstmal wie bei allen anderen Dingen rausholen und dann schaue ich mir das Ganze an, ob ich das behalten möchte oder nicht. Deswegen erstmal alles raus. So, Freunde, jetzt haben wir hier meine ganzen Hosen und wie ihr seht, habe ich jede Menge Jeanshosen. Da kann ich sicher sein, dass jede Menge aussortiert wird, aber ich habe auch noch andere Hosen. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an mit der Aussortierung. So, Leute, hier haben wir jetzt meine Hosen und wie ihr seht, es ist endlich wieder vernünftig Platz am Start. Ich habe bedacht aussortiert, jetzt nicht einfach weg, 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 sondern wirklich bedacht, sind viele Sachen weggekommen und die ich einfach zeitgemäß nicht mehr trage. Dementsprechend weiter geht's. So, Leute, kommen wir zum nächsten Kapitel und das nächste Kapitel sind auf jeden Fall meine Winterjacken. Ich habe hier oben jede Menge Winterjacken hängen, die werde ich jetzt erstmal rausnehmen, dann wieder einräumen, sortieren etc. Gucken, was ich nicht mehr trage, ist auf jeden Fall etwas dabei und schauen wir mal, was ich so alles hier am Start habe. So, Leute, meine Winterjacken habe ich jetzt quasi aussortiert. Die aussortierten liegen da drüben. Ich habe das Ganze jetzt geordnet nach Farben, blau, dann geht es Richtung beige, dann braun und dann schwarz. Hier ist auch noch Platz, also ich kann das Ganze auf jeden Fall gut noch. Da könnten noch ein paar Jacken reinpassen, aber dadurch, dass sie so, ich sage mal, voluminös sind, ist das schon so in Ordnung. Das hängt so auf jeden Fall vollkommen fein. Und jetzt geht es an die Anzüge. Die Anzüge werde ich nicht alle rausholen, weil die natürlich dann zerknicken. Aber man sieht, da sind jede Menge Anzüge bei, die ich einfach nicht mehr trage. Dementsprechend kommen auf jeden Fall ein paar weg und es sind auch viel zu viele. Ja, also ich liebe zwar Anzüge, aber es sind wirklich viel zu viele und komplett durcheinander. Man muss sie auch mal nach Farben sortieren, sodass ich da einfach ein bisschen mehr Überblick habe. Deswegen, jetzt geht's an die Anzüge. So, Leute, Anzüge war eigentlich eine einfache Geschichte. Ich habe jetzt gar nicht so viele aussortiert. Ich muss gleich nochmal gucken. Mir ist gerade aufgefallen, es kann sein, dass ich eine Hose weggetan habe, die bei dem Anzug fehlt, wo ich dachte, die gehörten nicht dazu, aber egal. Ich habe es jetzt gemerkt, deswegen muss ich da gleich nochmal nachschauen. Aber ich habe das Ganze von hell nach braun, nach grau, blau, schwarz sortiert. Und auf jeden Fall, die Anzüge sind natürlich ein zeitloses Piece, was man sich auch nicht jeden Tag kauft. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele, sehr schöne Anzüge, viele Smokings auch dabei. Hier ist zum Beispiel mein Hochzeits-Smoking-Sakko. Sehr schöner Tag in meinem Leben und sind auf jeden Fall viele Sachen dabei, deswegen gar nicht lange drumherum reden, war mir klar, dass da nicht so viel wegkommt, deswegen schauen wir mal weiter hier unten nach Sweatpants. So, Leute, auch die kurzen Hosen und Sweatpants habe ich jetzt hier eingeordnet, hier unten Badehosen, Sweatpants, Sporthosen. Anzüge sind fertig, Winterjacken sind fertig, normale Jacken, Jeanshosen, Chinos, Hemden. Jetzt geht es an die T-Shirts. So, Leute, Pullover habe ich jetzt auch fertig, dickere Pullover, dann so mittelmäßige Pullover, dünnere Pullover und hier sind Rollkragenpullover. Ja, hier sind so Sweatshirts. Also so, wie sagt man, langärmelige T-Shirts, normale Pullover ohne Rundkragenpullover. Und jetzt geht's an die T-Shirts. Das sind nochmal 6, 7 Stapel. Und dann bin ich soweit für heute erstmal durch. So, Leute, jetzt bin ich, ich habe jetzt echt lange gebraucht. Jetzt bin ich endlich fertig. Die T-Shirts sind auch sortiert. Oversize-T-Shirts, weiße, schwarze. Grau, blau, grün, Graphic-T-Shirts, Casual-T-Shirts, kurzärmelige T-Shirts, Polohemden. Ist auf jeden Fall alles sortiert und ich habe das Ganze jetzt wirklich gut aussortiert. Ich habe nichts Unnötige weggeschmissen. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufräumen und dann gucken wir, dass wir noch das Gewinnspiel raushauen. Und dann war es das erstmal mit dem Video. So, Leute, das war es jetzt mit dem Kleiderschrank. Ich habe das Ganze jetzt ausgemistet. Es sind wirklich, wirklich viele Dinge zusammengekommen. Aber ich habe auch ein ganz besonderes Piece dabei, was ich jetzt an der Stelle an euch verlose.
Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr. Folgt dem Kanal, lasst ein kleines Like da. Und ich hole das mal ganz kurz. Ihr seht das schon hier so leicht schwarz im Hintergrund. Und zwar verlose ich diese Lederjacke hier. Das ist eine Karl Lagerfeld Lederjacke. Im Wert von 500 Euro. Die ist wirklich ganz simpel, schön, ganz weiches Leder. Und die kann man am Ende jetzt unter dem Video gewinnen. Das ist quasi mein Weihnachtsgeschenk an euch. Ja, ich hoffe, die gefällt euch. Ist in der Größe so ML, also die passt zu allen, die M und L tragen. Und ist ein sehr, sehr cooles Piece auf jeden Fall. Sehr schöne Jacke. Und ja, das war's an der Stelle. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Weihnachtskalender gefallen. Also ich habe jetzt jeden Tag für 24 Tage ein Video hochgeladen. Es war echt eine Menge Arbeit, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs geile Feedback. Also ich habe echt super, super positives Feedback von euch bekommen. Ich bin da mega dankbar für und ja, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Aber es war auch sehr anstrengend. Denn teilweise habe ich mir die Ideen oder größtenteils habe ich die Ideen immer nur an dem Tag entschieden, was ich dann mache und dann auch hochlade. Und ja, wie gesagt, nicht alles ist immer hundertprozentig, aber ich habe mir echt Mühe gegeben und vielen, vielen Dank fürs geile Feedback. So, ab sofort, denke ich, werde ich, also so ist es geplant, in meinem Kopf 4 Videos die Woche hochladen. Ich denke, das ist immer noch mehr als genug und jeden Tag ist gerade, es ist nicht mal das Problem, jeden Tag ein Video hochzuladen, es ist im Prinzip jeden Tag eine neue Idee zu haben und das ist das Schwierige daran, aber ich denke, mit 4-mal die Woche werde ich auf jeden Fall auskommen. Und ja, vielen, vielen Dank jeder, der am Start war, jeder, der reingefolgt hat. Ich wünsche euch ein wirklich schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Feiertage. Wir sehen uns dann ja, nächste Woche wieder. Diese Woche werde ich dann auf jeden Fall Pause einlegen. Ab nächste Woche geht es dann weiter. Oder ich entscheide spontan. Ich weiß es jetzt gerade noch gar nicht genau. Ich bin auf jeden Fall auch gut durch, denn der Kleiderschrank hat mich auf jeden Fall richtig gut auseinandergenommen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ganze heute so viel wird. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest und schöne Zeit. Und dann sehen wir uns die Tage. Peace, Leute. Schön, dass ihr am Start wart.